Herzlich willkommen zu meiner Fahrkarte auf den Marsch. Wir werden jetzt hier noch mit LKW zurückfahren. Wir haben nun Paletten und Holzbretter verkauft im Baumarkt. Wir sind glaube ich festgefahren. Dann haben wir uns befreit. Nebenbei laufen noch Düngemissionen plus das eigene Feld gedüngt, Feld 1. Düngemission, Entschuldigung. Düngemission ist auf 53 und 50. Wir müssen mal sehen. Alles machen können. Heu machen wir zu früh, das Gras kann noch nicht wachsen. Das ist unser Feld. 12 hier. Wir müssen schauen, dass wir da jetzt bald ebenfalls düngen. Wird damit auch gedüngt werden. 13 wächst ja noch nichts. Oh. Da haben wir eben Glück gehabt. Ja, man sollte nicht zu schnell fahren und ja, Sprache und ich glaube, ich muss umstellen auf Traktor hier. Ein bisschen stabiler. Aber gut. Naja, Feld 1 ist bei. Und hier sind ein paar Bäume, die kann man noch schön wegfräsen, ne? Vielleicht theoretisch. Ach, das haben wir auch noch. Wir haben noch Pellets, Dings da. Paletten, Pellets. Die können wir auch noch holen. Wo der Preis jetzt vielleicht gar nicht mal so gut ist, aber brauchen aktuell jeden Cent. Denn wir werden ja spätestens zum Winter das Ding auch voll haben mit Stroh und dass wir fleißig dann Pellets gepresst sind. Bisschen billiger wie aus Hackschnitzel sind. Aber wir müssen noch im Wald, wir müssen noch Holz machen, nützt auch nichts. Sonst haben wir keine Leerpaletten. So. Hier müssen wir überall ein bisschen Terraform wegmachen, jedenfalls in dem Bereich, wo wir rein und rausfahren. Mal schauen, wo wir am besten fahren. Wir können uns hier hinstellen. Und schon mal aktivieren. Dann gehen wir auf Aussteigen. Ne? Klar, logisch. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. War nicht so voll, wie ich dachte. Ja, doch, dann stehen noch ein paar. Dann kriegen wir noch ein paar rein. Oder rauf. Ach, bestimmt der hier von der 1. Machen wir zuerst die 1. Die anderen beiden fahren noch. Entlassen. Mal gucken, ob die 12 auch gedrückt werden kann. Ne, die muss nicht. Die 2 kann aber gedrückt werden. Löschern und jetzt auf die 2. Das sind unsere eigenen Felder. Aber wir müssen ja etwas tun, sonst haben wir ja so starke Ernteverluste. Das wollen wir ja nicht, ne?
kann ja mit Zielsen zum Teil ein bisschen mehr ernten. Wenn man die Fruchtfolge einhält, dann kann man locker 20% vom Feld mehr runterholen. Aber wiederum, wenn Unkraut minimal befallen ist, dann braucht man das Grunde nicht einsetzen. Und auf der anderen Seite hat man ein bisschen Verluste, aber denkt man, man hat einen ganzen Mehr Gewinn. Wenn man hier so schaut, ist minimal Unkraut, gerade die eine Stelle ist da. Ja, zwei haben wir gesagt. Machen wir mal zwei fertig. So. Dann kann die 15 auch noch gemacht werden. Im Anschluss. So, zwei. Zurück. Ersten Punkt, Abfahrt einstellen. Speichern. Da muss ich dann Ordner anlegen für Düngen. Also das bietet sich an. Düngen, Feld, 2, 30 Meter. Speichern. Gut. Achso. Ich komme vom Farm ab, vom berühmten Farm, roten Farm. Ihr wollt ja noch Paletten aufnehmen. Gar nicht ausgemacht. Also einen will ich noch haben. Gut. Jetzt muss ich überlegen, warum macht ihr ehrlich? Und zwar, wir haben jetzt. Das ist das Schöne, wir haben hier Fotos. Du musst gar nicht wissen. Ja gut, muss doch wissen. Heizkraftwerk. Mhm. Ah, das ist. Ich weiß wo. Das ist gegenüber der BGH Nord, glaube ich. Oder wie die heißt. Oder so eher die Süd. Aber die heißt nicht so. So. Schön, wenn alle arbeiten, ne? Ja. So muss es sein. So, wünsche mir LS. Intelligente Helfer, kann man sagen. Produktion werden die nicht bringen, das glaube ich nicht, das ist unwahrscheinlich. Aber was kommen wird bestimmt ist, naja. Ich sag mal intelligenten Helfer fürs Feld. Und das ist nun mal Kursplay. Ja, das mit den Null verstehe ich jetzt nicht, das ist nur schleierhaft. So, da sind wir. Da hat sich der Kachelmann aufgeregt über diese neue Heizmethode. Ich meine, da hat er recht. Das Zeug stinkt. Das, was stinkt, ist der Feinstaub. Am einen Ende wollen sie keinen Feinstaub haben und dann knallen sie das irgendwo hin, ne? Dann ist es egal. Ich muss mal gucken, ob sie alle Paletten nehmen oder nur teilweise. Es bleiben nämlich zwei stehen. Also der verheizt doch alles, auch die Leerpaletten, ne? Im wahren Leben werden die Paletten dann abgeholt. Gleich die Paletten auch weg. Zack. Ich wäre froh, wenn ich schon ein paar mal eine Million hätte.
Er hat kein Geld, er kann nichts ausgeben. Das ist mir. Arme Sherry. Wir können nicht essen gehen, wir haben kein Geld. So stelle ich mir zu Hause vor. Ja, wieder eine leer. Aber der andere nicht. Jetzt werden die auch leer. Siehst du. 200.000 verdient. Jetzt brauchen wir Holz. Jetzt fahren wir den zum Sägewerk. Und holen ihn an den Auto-Loadhänger. Also ich habe noch ein Stück Holz mit der Kings. Ja, letztes Mal ein Paletten. Ich habe ihn mit Strom nie geschafft. Ups. Später Frühling, das sieht aber echt. Das zieht sich so hin, ne? Aber die Thüringenkarte wird schon weiter. Da kommt bald Sommer. Und da steht große Hochverwaltung an. Sehr große Hochverwaltung. Dunkel, ne? Zieh Wolken auf. Regen gesagt. Schauen wir mal, den Balken runterkriegen. Mit Hänger reinschieben. Dann nimmt der Trigger das mit. Mal sehen. Probier mal aus, ob da reingefahren kommt. Ein Stückchen. Kann nichts passieren. Ist ja kein wahres Leben. Und das ist völlig so. Ah. Juhu, gut, gut. Gib ein paar Paletten wieder. So, Y. Das Ding. Irritiert. Oh, die nächste fertig. 53 ist fertig. Das können wir nicht sparen. Dann ist der auch bald fertig. So. Was haben wir zu tun? Ja. Dann geht du zurück zum Hof. Ja, einmal löschen. Dann stoppen. Einklappen. Alter, ist das Windrad hier, was wir so Luftgeräusche machen. Ich denke, hier ist die Liege oder so draußen. Na. So, gut. 53. Nähert sich auch dem Ende. Da müssen wir mal schauen, wo wir stehen geblieben sind. Auf Feld 2 ist er quasi bei. Dann. Achso, hier, Sägewerk.
Wir wollten doch zum Holz holen. Ich glaube, da liegt noch was rum. Können wir bloß holen. Auch nicht mal was fällen. Wenn alles klappt, das läuft, wie es laufen soll, dann sind diese Folgen in einer höheren Qualität da. Und zwar in 2K. Man kann auch ganz normal in HD schauen. Das ist kein Thema, das geht auch. Nur auch und da in höherer Qualität. Weil der Encoder dann bei YouTube dann besser ist. Also ich lade nur in 2K hoch, weil ich dann dadurch einen besseren Encoder bekomme, also ein Dekodierer, wie das heißt, keine Ahnung. Erst einmal ein größerer Player auf YouTube ist, dann kriegst du automatisch auch für normalen HD den größeren Encoder. Aber etwas kleineren, um Platz zu sparen, kriegen den, naja, den halt normalen, ne? Also den 015. Um das zu umgehen, lade ich dann 4K hoch, das ist datenmengenmäßig gar nicht mehr. Das ist, ich habe mal geschaut, YouTube verarbeitet alles in seiner Menge, die er haben möchte. Das heißt, ich kann hochladen, so viel wie ich will, das reduzieren die runter. Das bedeutet, wenn ich 20 GB hochladen würde, das würde gerne springen, weil die das auf 8 Bits runterbringen. Also, das heißt dann für mich, ich mache jetzt 4K, 2K und lade nur Anführungszeichen 24.000 Bits hoch. Das ist für normales Video auch nur 4 GB. Aber halt einer besseren Qualität. So. X, jetzt komme ich mit meiner Auswertung hoch. So. Auf geht's. Nach Hause. So, das zu dem Thema Hochladen. Um hier voranzukommen im LS, will ich meine Videoreihe etwas verstärken. Das heißt, ich darf hier, wenn das vorbei ist, was ich geschafft habe. Ich möchte hier alle Felder kaufen. Naja, fast alle Felder. Und möglichst viele reichen, also mindestens noch die Tiere so vermehren, dass die man sich dann auch noch lohnt zu züchten. Also dass man die 10 Jahre den Tieren noch schafft. Ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr, ja, man muss ja nicht alles schauen, aber ich lade es halt hoch. Ne? Da nun viel geschaufelt oder weniger, das kann ich eh nicht beeinflussen. Nur ist ja so, wenn ich was erreichen will oder schaffen will im Spiel, dann muss ich entsprechend die Stunden schaffen. Das heißt, über Seasons musste viel mehr spielen als unter normalen Umständen. Entschuldigung. Sonst kommt man nicht weit. Also die Ernten werden ja halt weniger, ne? Zeitlich gesehen. Also so normalerweise plus 2 Tage, maximal 3, dann kannst du wieder ernten. Das ist ja hier nicht der Fall. Wir machen ja hier Jahreszeiten. Das heißt, die nächste Ernte ist im Sommer und im Herbst. Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir hier nicht ein Gas geben, kommen wir nicht weiter. Das heißt, da ich ja 2 Karten habe und ich keine aufgeben will, weil ich ja keine benachteiligen will,
Wäre ja nicht fair, weil die Touring-Karte hat mir auch einen kleinen Schub gebracht, richtig guten Schub. Und das möchte ich ja nicht aufgeben. So, jetzt sage ich mal Tschüss und Winke für heute. Für die heutige Folge. Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.